Also raus komme ich nicht mehr. Oh Gott! Adrenalin pur. Für Vivian ist es der erste Segelflug. Was piept hier? Ja, das ist ganz normal. Kein Stress. Entspannung in der Luft? Mal schauen. Zwischen Himmel und Erde. Der Traum vom Fliegen heute auf dem Dornberg. Jedes Wochenende sind sie hier, die Vereinsmitglieder der Flugsportvereinigung Kassel-Zierenberg, um selber zu fliegen, es anderen beizubringen oder Gäste mitzunehmen auf ihrem ersten Flug. Heute traut sich Vivian Sohl, 24 Jahre alt. Freund Dominik schenkte ihr zum Geburtstag einen Gutschein zum Segelflug. Das hatte sie sich schon lange gewünscht. Hi. Hallo. Hi. Hi. Ich habe meinen Gutschein dabei zum Einlösen. Ja, schön. Und das soll heute sein? Ja. Das kriegen wir bestimmt eingerichtet. Sehr gut. Per Seilwinde in die Luft und dann schweben. Das traut sich nicht jeder. Vivian schon. Klar, so ein bisschen mulmiges Gefühl schon, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Man sieht immer nur so aus einer Höhe, aber wenn man mal den Blick von oben drauf hat, das ist ein ganz anderes Erlebnis. Und deswegen bieten wir auch so Schnupperflüge an, ne? Dass man Leuten mal zeigt, wie kann man eigentlich die Welt von weiter oben erleben? Naja, Freund Dominik scheint skeptisch. Jetzt habe ich für euch hier einen Fallschirm, Vivian. Den musst du einfach nur aufziehen wie einen Rucksack. Ja. Und dann kann ja eigentlich nichts passieren, oder? Das ist ein automatischer Rettungsfallschirm. Der würde sich öffnen, sobald du weit genug vom Flugzeug wegkommst. Deswegen auch gleich nicht mehr vom Flugzeug weglaufen, okay. Sobald die gelbe Leine am Flugzeug dran ist. Jawohl. Genau. Pilot Felix Schlummer weiß genau, was er zu tun hat. Er fliegt seit mehr als 10 Jahren. Also raus komme ich nicht mehr. Genau. Ja, das ist einfach nur wegen der Sicherheit. Dadurch, dass wir so hohe Beschleunigungskräfte haben, müssen wir einfach gut angeschnallt sein. Mithilfe der Thermik bleiben Segelflieger in der Luft. Das klappt auch bei bedecktem Wetter. Die Sonne muss gar nicht an den Boden ankommen, wenn man so eine feuchtkalte Luft hat. Reicht es schon, um eine Wolke zu bilden. Und diese Wolke kann dann Luft von unten ansaugen und Thermik erzeugen. Die Voraussetzungen für einen guten Flug sind heute bestens. Jetzt wird es ernst für Vivian, aber auch für Dominik, der von unten zuschaut. Ja, ist gleich soweit. Starten wir. Post- und Abschiedskurs? Ja. Bevor es mit dem Fallschirm runtergeht, ja? Nein, wir werden ganz normal. Nein, alles gut. Für Dominik scheint der Abschied etwas schwerer. So ganz geheuer ist ihm die Sache nicht. Ich habe heute extra arbeiten abgesagt, alles. Ne? Das ist, das war schon klar, dass ich hier stehen muss, ja. Hast du mehr Angst als Vivian? Bist du aufgeregt? Naja, Angst vielleicht nicht, aber Respekt. Ne? Ja, Respekt ist wichtig. Angst braucht man nicht. Respekt ist wichtig. Man muss den nötigen Respekt haben. Das ist ja im Grunde wie beim Autofahren auch. Sobald wir in der Luft sind, ist die ganze Aufregung wahrscheinlich. Das ist so ein schönes Gefühl in der Luft. Also. Der Start, der ist einmal eine Aufregung, die Beschleunigung, aber danach ist das einfach pure Freude. Oh Gott! Und tatsächlich, der Pilot scheint recht zu haben. Einfach rausgucken, genießen. Geil! Jetzt im Grunde einfach rausgucken, genießen, die Luft erleben. Knapp eine halbe Stunde segeln die beiden über den Dörnberg. Lautlos, ohne Motor. Und Dominik, der schaut zu, von unten. Sicher ist sicher. Dieses Piepen ist ein schönes Zeichen, weil dann haben wir steigen. Ah, okay. Aber jetzt sinken wir wieder. Wir sind noch ganz schön schnell, oder? Nee. Nicht? Nee, 100 km. Stopp. Voll das Loch erwischt. Ja. Ja, das gehört dazu. Trotz holpriger Piste, die beiden sind sicher gelandet. War mega cool. Würde ich auf jeden Fall nochmal machen. Bis oben ist es ein mulmiges Gefühl. Aber wenn man erstmal oben ist, die Aussicht, die Weite, alles
Ist einfach nur schön. Aber du warst ein bisschen blass um die Nase da unten. Naja, ein bisschen muss man schon gucken dann, ne? Also. Viele, die Angst haben, die Überzeugung wird dann meistens davon, guckt es euch an von oben, genießt es und dann habt ihr diesen Stress oder also Stressmoment, Angstmoment habt ihr ganz schnell wieder weg. Na dann, ab in den Himmel. Und in der nächsten Folge? Angst oder Freiheit? Im Rausch der Gefühle beim Tandemsprung im Odenwald bei Michelstadt.